Eltern finanziell am Ende, emotional labil oder mit der Erziehung überfordert. Für ihre Kinder sind solche Einrichtungen oft der letzte Ausweg. Akte-Moderatorin Claudia von Brauchitsch betritt eine Welt, die viele nur aus Filmen kennen, mit Gruppenschlafsälen und strengen Erziehern. Oder ist es doch ganz anders? Wir können natürlich nicht Mama und Papa sein, aber wir sind schon sehr wichtig. Nach langem Lockdown macht Akte für diese Kinder einen Traum wahr. Einen ganzen Freizeitpark für sich allein. Und da wieder. Ja. Und da wieder. Ich glaube, ich habe eine Fliege verschluckt. Am besten wollte ich so ein 24-Stunden-Ticket bekommen irgendwie. Und dann hier nur mit das hier zu fahren irgendwie. Höhen und Tiefen im Heimalltag. Marc Leberg bei Leipzig. Unsere Moderatorin Claudia von Brauchitsch ist auf dem Weg zur Kinderarche Sachsen. Ohne ihre Eltern wachsen Kinder hier in Wohngruppen auf. Für die zweifache Mutter ist das ein schwer erträglicher Gedanke. Ich glaube schon, dass es sehr emotionale Momente heute geben wird hier, weil es sich natürlich immer berührt, wenn Kinder irgendwie nicht bei ihren Eltern sein dürfen oder können, aus welchen Gründen auch immer. Die Zahl der Kinder, die in Heimen leben, hat sich in 10 Jahren verdoppelt. Das spürt auch die Kinderarche. Freie Plätze werden sofort neu besetzt. Hallo. Hallo, grüß Sie. Herzlich willkommen. Kommt rein. Dankeschön. Alexandra Schwander leitet die Einrichtung mit 13 Kindern, die in 2 Wohngruppen leben. Auch die 14-jährige Nicole und ihre 3 Geschwister sind im Heim untergebracht. Nicole hat sogar ein Einzelzimmer und damit einen Freiraum, den hier nur wenige haben. Hallo. 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 Nicole hat ja jetzt ein eigenes Zimmer, aber das ist, glaube ich, hier im Haus nicht überall so. In der Wohngruppe 1 ist das das einzige Einzelzimmer, was wir haben. Aber die Doppelzimmer sind so ausreichend groß, dass wir für die Kinder Privatsphären schaffen können. Und da gestalten sich die Kinder dann tatsächlich die Zimmer selbst. Manche haben Vorhänge, manche haben so eine Trennlinie auf dem Boden, wo sie quasi ihren eigenen Bereich schaffen können. Und das unterstützen wir auch. Die Vorteile des Einzelzimmers werden deutlich, wenn wir einen Blick eine Etage höher werfen. Die andere Wohngruppe. Hier machen 4 Schüler Hausaufgaben. Oft sind es viel mehr. Gegen den Lagerkoller hilft der Garten vor dem Heim. Das ist jetzt unser Außengelände für unsere 13 Kinder hier im Haus. Schön. Hier können die rausgehen, sich austoben, auch mal unbeaufsichtigt. Die müssen doch mit hochkommen. Ich bin schon auf dem Weg. Warte. Sie sind mal, gut. Jetzt kommt die Angel. Das habe ich gehört. Ich bin sehr gut, wolltest du sagen. Leon und Kevin sind seit ein paar Monaten hier und haben sich angefreundet. Kevin hat eine wichtige Aufgabe übernommen. Ich bin ja der Gruppensprecher und wenn dann immer neue Kinder kommen, bin ich immer dafür verantwortlich, die zu begrüßen, gebe immer das Willkommensgeschenk ab. Und ist das schön, dass ihr so viele Kinder seid hier? Also ich finde es zwar nicht so toll, denn es gibt zwischen uns ganz viel, ganz sehr, sehr oft Streit. Und dann ist es halt so, dass das müssen wir immer klären, aber manchmal haben wir so große Streite, dass selbst die Erzieher nicht richtig, also die Erzieher schaffen das zwar, aber die wissen nicht, was sie machen sollen, ganz oft. 13 Kinder, 13 Schicksale. Warum genau die Jungen und Mädchen hier sind, bleibt zum Schutz der Kinder geheim. Im Allgemeinen kommen sie oft aus zerrütteten Familien, in denen Armut, Alkohol und Drogen den Alltag bestimmen. Oft sind, dass die Eltern überfordert sind und eigene Probleme haben und sich Hilfe beim Jugendamt gesucht haben und quasi eine Entscheidung getroffen haben, dass die Kinder sich bestmöglich entwickeln können. Das heißt, jedes Elternteil, was hier ihr Kind abgibt, hat das aus ganz freien und bewusster Entscheidung gemacht? Zu 90% ja. Ich würde es tatsächlich auch nicht als abgeben bezeichnen. Ich sehe das eher so, dass die Eltern sich Hilfe gesucht haben und professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen und die Kinder quasi hierher bringen. So wie eine Mutter aus der Nähe von Frankfurt. Jasmins 12-jährige Tochter Emily lebt im Heim. Heute will ihre Familie sie mit einem Paket überraschen. Hallo mein Schatz, ich hoffe, du freust dich über das Paket, auch wenn es vielleicht nicht sehr groß ist. Ich würde mich über einen Anruf freuen.
Jasmin hat große Sehnsucht. Schon seit 2 Jahren sind Mutter und Tochter getrennt. Damals steckte Jasmin in ihrer Ausbildung, hatte Dauerstress mit ihrem Mann und war mit ihren Kindern völlig überfordert. Sie wird depressiv. Durch meine Depression haben die Kinder sehr gelitten, muss ich wirklich gestehen, ja. Also die Emily hätte eigentlich eine Mama gebraucht, die wirklich für sie da ist. Und in der Zeit, wo ich so krank wurde, konnte ich das leider nicht wirklich sein. Jasmin sucht nach einem Ausweg. Gemeinsam mit dem Jugendamt entscheidet sie, ihre Tochter kommt in eine Wohngruppe. Jasmin selbst lässt sich behandeln. Sie hat es immer genannt, das Monster, die Krankheit. Die Mama hat ein Monster im Gedanken, was die Mama leider nicht so artikulieren lässt und machen lässt, wie die Mama halt gerne möchte. Das Monster, also ihre Depression, bekommt die 37-Jährige mittlerweile besser in den Griff. Jetzt hofft sie, dass ihr Mädchen das Heim bald verlassen kann und wieder zu ihr nach Hause kommt. Zurück in Markkleeberg. Die Erzieher wollen einen Alltag schaffen, der dem einer Familie gleicht. Spielen, Spaß haben, aber auch klare Regeln und tägliche Aufgaben. Nico und Andreas sind heute für das Mittagessen in ihrer Gruppe zuständig. Was gibt's heute? Kartoffel, Spinat und Ei. Erzieher Nico Pfennig betreut die Jungen und Mädchen seit 2 Jahren. Er ist eine feste Bezugsperson für die Kinder. Die werden so lange im Heim bleiben, bis das Jugendamt und ihre Eltern es anders entscheiden. Manche der Jungen und Mädchen können schon nach wenigen Wochen wieder nach Hause. Andere verbringen fast ihre gesamte Kindheit hier. Wie wohl fühlst du dich hier? Gut, weil ich wohne ja Jahre schon hier. Naja, das ist ja wirklich wie zu Hause, weil die Erzieher haben wirklich um uns kümmert oder andere Sachen. Und das macht schon glücklich hier, mit Erzieher arbeiten zu können. Und mit 18 ziehst du aber dann aus? Ja, ab 18, ja. Ich werde jetzt im März 16 und dann ja, sind dann noch 2 Jahre und dann ist schon wieder die Zeit vorbei. Ja. Man will eigentlich nicht, die Zeit so schnell vorbeigeht, aber so ist die Welt und die Natur. Ja. Das hast du schön gesagt. Ja. Stell mir nicht so einfach vor. Nö. Der Nico hat es vorhin schon ganz schön gesagt. Und ich bewundere ihn dafür, dass er da so eine Distanz auch hat. Es hat ja nicht jedes Kind die gleiche Chance auf dieser Welt. Und du kannst dir nicht aussuchen, in welche Familie du reingeboren bist. Aber letztendlich ist so, bleibt es deine Familie. Ich finde, solche Kinder haben es besonders verdient, dass sich um sie gekümmert wird. Und wenn man dann auch noch von diesen Kindern sich trennen muss, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Wenn jetzt so einer geht wie Nico, der so lange da war und mit dem er sehr viel Zeit zusammen verbracht hat, ja, ist das schon ein Stück weit traurig. Aber man freut sich natürlich, dass die dann ihren eigenen Weg gehen können. In modernen Kinderheimen gibt es keine riesigen Schlafsäle und strenge, unnahbare Erzieher mehr. Hier sind es Mitarbeiter, die alles ihnen Mögliche tun, um den Kindern ein behütetes Zuhause zu schaffen. Claudia von Brauchitsch ist beeindruckt. Gemeinsam mit den Erziehern beschließen wir, die Kinder zu überraschen. So, es geht ja gleich los. Ja. Seid ihr fertig? Ja. Habt ihr gepackt? Ja. Für die Kinder geht es heute in einen Freizeitpark. Man ist schon aufgeregt, ne? Weil man weiß jetzt nicht, was man jetzt so gerade so erwartet. Ja, also freue mich und bin ein bisschen auch nervös. Was die Kids jetzt noch nicht wissen, sie werden einen Freizeitpark sogar ganz für sich alleine haben. Und sie bekommen ihren eigenen Shuttlebus. So, geht ihr rein? Ja. Wer als erstes? Das ist das Ziel. Ein Abenteuerland in der Nähe von Leipzig. 3 spektakuläre Achterbahnen und eine Wildwasserbahn warten auf die kleinen Heimbewohner. Und das Beste, kein Gedränge, keine Wartezeiten. Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Nein, ich spaziere. Danke, los, dein Kaffee. Wieso
4 Stunden auspowern und Spaß haben nach vielen Monaten Pandemie-Einschränkungen. Ich habe dich noch nie so gesehen mit Achterbahn oder so zum Fahren und dann so. Ich liebe. Nein, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich auch. Mit der Achterbahn, mit dieser, macht sehr Spaß. Go away, yeah! Ich glaube, ich habe eine Fliege verschluckt. Ich finde die Achterbahn so toll, dass wir sie jetzt tatsächlich nicht mehr runterkriegen. Endlich mal alleine hier zu sein. Dass wir nicht anstehen mussten, war gut. Ich glaube, das kann man immer machen. Ich bin sprachlos. Das war ein wirklich wunderschöner Tag für die Kinder. Man hat es ja gesehen, ne? Die sind total happy. Nico und seine Freunde hatten dank Akte einen ganzen Freizeitpark für sich allein. Ein Highlight nach dem Heimalltag im Corona-Lockdown der letzten Monate. Und doch, für einige ist dieser Ort ein Zuhause geworden. Mit Geborgenheit und Fürsorge, die diese Kinder bei ihren Eltern nicht finden konnten.